sein das? Kassel und Documenta natürlich. Kassel Documenta natürlich. Das ist Samstag und 18. Juni und das ist der erste Tag und ich bin hier und habe ich zwei junge Damen jetzt getroffen, die eine von Kassel und die andere von der Nachbarschaft. Ja. Genau, ja. Genau, okay. Ja. Und was bedeutet für Sie, Sie leben ja in Kassel, was bedeutet Documenta? Das ist ja schon ein paar Jahre, also mehrmals, genau. 15 Mal, ja. Und, genau, genau. Sie haben vieles erlebt, was ist für Sie? Für mich ist Kassel zur Documenta-Zeit immer sehr multikulturell. Ich finde das sehr schön, dass hier verschiedene Menschen aufeinandertreffen und ja, sehr offen miteinander umgehen und so das ganze Flair ist für mich in der Zeit halt, ja, was ganz Besonderes. Ne? Ich meine, nur in dieser Zeit, sonst nicht mehr. Doch, schon. Kassel hat sich schon sehr schön entwickelt in den letzten Jahren, finde ich. Also ich bin hier auch nicht geboren, aber ja, ich finde es gerade in der jetzigen Zeit, man kann halt überall ja, sich was anschauen und ja. Ich bin jetzt nicht so kunstinteressiert, muss ich sagen. Ich verstehe nicht so viel davon, aber ich gucke mir natürlich trotzdem, weil es eben vor Ort ist, auch was an. Ne? Verstehe, ja. Ja, okay. Und für Sie, also was bedeutet Documenta für Sie? Also mir bringt schon die Kunst was näher. Ne? Gerade okay. So die zeitgenössische, das zu erleben und auch mit dabei zu sein. Okay. Und ja, so dieses Verständnis und was da auch gerade so zu dieser Zeit so angesprochen wird, zu verstehen, wie die Kunst das auch so ausdrückt. Und auch dieses Kunst so über diese ganze Stadt verteilt, ist natürlich auch sehr beeindruckend. Also ich bin immer ein paar Tage dann hier und kann das auch so einfach mit dieser Stadt und mit den Menschen, die hier sind und die vielen Kulturen und Länder und Sprachen. Und man hat so das Gefühl, man wird so eins mit der Kultur und mit den neuen, mit all den Menschen und mit dem, was so geboten wird. Und ja, das bringt schon, also ich bin jetzt auch kein Kunst. Das wurde fragen, sind Sie auch tief jetzt mit Kunst und so weiter? Nee, weil aber ihre Brille hatte schon ein bisschen was Besonderes. Ach so. Nee, das hat dann mehr mit Mode. Also ich muss dazu sagen, meine Schwester lebt in Australien, sie ist schon Künstlerin. Von daher ist dieses so, also ich habe ja auch versprochen, so Eindrücke mitzubringen und auch Bilder. Okay. Und okay. Genau, und ja, das dann doch mal einfach so auf mich wirken zu lassen und auch immer wieder, dass es jedes Mal anders ist. Also ich versuche immer hier zu sein zu der Zeit. Das ist schon, ich tauche schon so ein in die Kunst. Okay, ja. Das heißt, ne? Sie bleiben ein paar Tage hier? Ja. Genau. Ja. Sie glücklicher. Ja. Ich bin nur einen Tag hier, aber gut. Noch ein Tag. Nur ein Tag. Ja. Oh. Ja. Wäre mir jetzt zu anstrengend. Ja. Ein Tag. Ich weiß, es ist 3 Stunden Fahrt und 3 Stunden fotografieren und dann 3 Stunden wieder zu Hause. Bis man auch die Orientierung erstmal hat. Ne? Ja, so ist also, das, ich lasse es immer erstmal auf mich wirken, auch dieses, ne, so die Stadt und wo ist was und dann zu sagen, ja, da bleibe ich jetzt was länger und das genieße, ne, damit will ich mich ein bisschen mehr beschäftigen, dass ich die Möglichkeit habe. Dafür brauche ich ein paar Tage. Ja. Mhm. Super, vielen Dank und für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, für Sie auch. Und für Sie auch. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, jo, ciao. Und von